Man sieht es schon in meinem Kanalnamen, ich spezifiziere mich in gewisser Weise auf WWE, aber es gibt auch so viel mehr außerhalb der WWE, auch in Deutschland. Dieses Video ist für jeden WWE-Fan. Ich persönlich war sehr lange WWE-Only-Fan, bis ich dann tatsächlich meinen Horizont erweitert habe und darüber war ich dann im Endeffekt sehr, sehr glücklich. Wenn man in Deutschland Wrestling sehen will, Live-Wrestling sehen will, übrigens Wrestling Live ist eine der geilsten Sachen, die es für Wrestling-Fans gibt, würde ich jetzt einfach mal sagen, aus eigener Erfahrung kann ich das durchaus so formulieren. Aber wenn man das wirklich in Deutschland live sehen will, dann muss man entweder zu einer WWE Live-Show gehen und zahlt dafür fast oder sogar mehr als 100 Euro oder man geht eben zu einer preiswerteren Show in Deutschland und das ist von deutschen Ligen veranstaltetes Wrestling. Man kennt zwar die Namen da nicht bei diesen deutschen Ligen, deutschen Promotions, man kennt auch die Storylines größtenteils nicht, aber man kann das alles kennenlernen. Man muss nicht alles vorher kennen, man muss erst reinkommen, beziehungsweise selbst wenn man keinen kennt und da zum ersten Mal ist, hat man trotzdem Spaß, weil Live-Wrestling einfach was ganz, ganz Besonderes ist. Die Atmosphäre ist unbeschreiblich, das muss man sich einfach mal angeguckt haben. Und falls ihr noch nie bei einem Wrestling-Event wart und vielleicht WWE Live-Tickets zu teuer findet oder auch allgemein mal euren Horizont erweitern wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall eine Show von deutschen Ligen besuchen. WXW, NEW, GWF, dazu gleich mehr. Ich fand fast jede Deutsch-Wrestling-Show, die ich besucht habe, sehenswerter als alle WWE Live-Events in Deutschland, die ich bisher gesehen habe. Man unterschätzt die Qualität von deutschen Wrestling-Ligen bzw. von deutschen Wrestlern. Und von Wrestlern, die eben auch in Deutschland auftreten. Da sind auch manchmal internationale Leute dabei. Wenn man sich das mal anguckt, was auch WXW beispielsweise jetzt für eine Geschichte mitbringt, Cesaro, Seth Rollins, Dean Ambrose, Daniel Bryan, die haben alle vor ihrer WWE-Zeit im WXW-Ring gewrestelt und das in Deutschland. Diese Beispiele gibt es natürlich auch für GWF oder auch ein Fabian Eichner von dem Cruiserweight Classic jetzt bei WWE, den sieht man regelmäßig bei NEW in Bayern. Ja, also das muss man sich einfach mal anschauen. Die Qualität der deutschen Wrestling-Ligen wird, denke ich, sehr unterschätzt. Als Außenstehender denkt man sich vielleicht sogar, ja, das ist Backyard, aber das ist absoluter Quatsch. Das ist Weltklasse-Wrestling, das man da in Deutschland auch zu sehen bekommen kann. In letzter Zeit war ich sehr, sehr oft bei deutschen Wrestling-Events unterwegs, habe das natürlich auch mit meinen Vlogs dokumentiert und das ist einfach immer wieder was ganz, ganz Besonderes. Man lernt neue Leute kennen, man sammelt Erfahrungen, weil man eben so viel reist. Man lernt Wrestler kennen, beziehungsweise ich habe dann auch noch Offizielle kennengelernt, mit denen ich reden konnte und so weiter. Das erweitert erstens den Horizont und es ist auch einfach eine super Erfahrung, die man da machen kann. Mein Motto ist es mittlerweile, deutschem Wrestling zu helfen und daher präsentiere ich es so häufig und so ausführlich auf diesem Kanal, weil ich eben nicht nur WWE als Spektrum nehmen will, sondern tatsächlich auch die deutschen Wrestling-Ligen mit einbeziehen will. Und für die Live-Wrestling-Erfahrung ist deutsches Wrestling einfach was ganz, ganz Besonderes. Und man muss nicht eine WWE-Live-Show gucken, um einen geilen Abend zu haben. Man kann das durchaus auch anders. Es gibt aktuell 3 wirklich große Ligen in Deutschland, die größten Ligen. WXW einmal, die größte deutsche Wrestling-Liga, die touren durch ganz Deutschland. Man sieht da auf der Website, wo überall sie sind, haben eine sehr nachhaltige Unternehmensstrategie und auch ein absolut gutes Produkt. Also wenn man das mal besucht, da macht man nichts falsch. Wenn ihr in Berlin oder in der Nähe von Berlin wohnt, dann guckt euch auf jeden Fall die German Wrestling Federation an, die GWF, da steckt sehr viel Erfahrung hinter und die sind auch atmosphärisch immer was ganz, ganz Besonderes. Auch hier tolles Wrestling und so weiter. Und wenn ihr zum Beispiel in Bayern wohnt, wie ich, dann lasst euch die NEW nicht entgehen. New European Championship Wrestling, jeden Monat in Hessdorf bei Erlangen. Das sind meine Empfehlungen. Die Websites von den Promotions sind in der Infobox verlinkt. Erweitert euren Horizont, Leute. Ich bin dieses Wochenende auch wieder bei der WXW, dieses Mal bei der World Tag Team League. Das ist wie ein Wrestling Festival aufgebaut, 3 Tage lang. Da treffe ich dann auch einige meiner Freunde wieder, die ich so, zum Beispiel nicht so oft sehe. Alex, Björn, Carsten und so weiter. Also man kann hier einfach richtig, richtig viel Spaß haben als Wrestling-Fan bei deutschen Ligen. Und als WWE-Fan ist es anfangs vielleicht schwierig, sich auf was Neues einzulassen. Aber glaubt mir eins, es lohnt sich. Deutsches Wrestling verdient auf jeden Fall eine Chance.